Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Blueberry Boys Box von SDK. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Blueberry Boys von SDK, das Ganze am 17. Januar erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Vom Format her eine recht klassische Box, eine Clubbox. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann ansehen. So, wenn wir das hinbekommen. So. Also, wir haben hier das Cover. Wir haben hier SDK im Eingang eines Kiosks stehen. Hier oben können wir die Schrift lesen. Hier ums Eck geht es noch weiter. Kiosk lesen wir hier. Und auch das Schaufenster sieht so danach aus. Da gibt es unter anderem jede Menge Süßigkeiten, die hier angeboten werden. Es sieht ziemlich ghetto-mäßig aus. Also der Kiosk ist echt hier etwas in die Tage gekommen. Die Fassade ist ziemlich am Ende. Alles voller Sticker, alles voll getaggt, voll gesprüht. Also hier ist echt einiges los. Dann haben wir hier den Schriftzug SDK, darunter Blueberry Boys. Und dann haben wir hier noch einen kleinen Jungen auf einem Dreirad sitzend. Die Felgen sind auf jeden Fall am Start hier, die Chromfelgen. Freshes Outfit, der junge Mann. Und der Interpret hier eben am Telefonieren. Das Ganze zieht sich dann hier um die komplette Box. Hier lesen wir sogar noch den Namen. Irgendwas mit Ayan, Kiosk, eventuell sind da noch Buchstaben davor, davon gehe ich mal aus. Und auf der Rückseite ist das Ganze gelb. Hier haben wir die Beteiligten und einen Barcode. Ich muss es zurücknehmen, es ist doch keine Clubbox, denn wie ich gerade festgestellt habe, ist der Deckel doch komplett abzunehmen. Von innen weiß. So, und dann kommen wir zum Inhalt. Wir haben hier einmal Socken mit dabei. Dann haben wir das Album. Ein Shirt, eine Autogrammkarte und ein Poster. So, dann machen wir das Ganze mal wieder zu. Und zur Seite. Und was erstaunlich ist, dass die gesamte Box ohne Folie auskommt. Also wir haben hier tatsächlich keinen einzigen der Boxinhalte irgendwie verschweißt oder in Folie. Wir kommen zum Album. Es ist das zweite Album von SDK. Wie gesagt, der Titel Blueberry Boys. Das Ganze ist von der Optik wie auch schon die Box gehalten. Wir haben hier wieder SDK in diesem Kiosk Eingang stehend mit diesem Jungen hier auf dem Dreirad. Allerdings eben das Ganze hier oben etwas abgeschnitten, bedeutet Kiosk und so weiter können wir nicht mehr lesen. Reguläres Toolcase, auf der Seite SDK Blueberry Boys und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. 13 Stück sind es geworden. Wir haben Features mit dabei von Alex, Maxwell, Bossa und seinem Label-Boss Sido. 4 Stück. Und dann haben wir hier wieder Beteiligte plus Barcode. So, das Ganze über Goldzweig erschienen. Wir schauen uns mal das Booklet an, das sehr dünn ist. Es sind tatsächlich nur 2 Seiten hier im Booklet. Einmal hier die Tracks, inklusive der Info, wer produziert hat. Und hier lesen wir dann den kompletten Namen. Also, Kayan Kiosk heißt das hier scheinbar. So sieht das aus. Che Guevara ist auch am Start. Und ja, das war's zum Booklet. Also hier so Aufnahme der Straße neben dem Kiosk. Ich gehe mal davon aus, dass der Kiosk hier dann ist und dann geht hier die Straße weiter. Ja, genau. Die restlichen Credits, muss ich jetzt ehrlich sagen, die fehlen mir etwas. Also wer hat hier mitgewirkt an dem Album, Mixing, Mastering etc. Aber im Booklet sind die mal nicht angeführt. Schade. Wir haben die Album-CD. Die sieht so aus, auch hier wieder alles in Kiosk-Optik, ebenso die Rückseite. So, dann kommen wir zum nächsten Boxinhalt. Und zwar haben wir hier Socken. In weiß mit schwarzem
BBB Stick. Wir haben hier Blueberry Boys 39 bis 42. Also das war eine Einheitsgröße, die konnte man meines Wissens nicht irgendwie individuell auswählen. So sehen die Socken aus, also klassisch weiß mit schwarzem BBB oben am Bund. Und die sind wirklich beidseitig so gestaltet. Also sowohl die Innen- als auch die Außenseite hier entsprechend gebrandet. Ansonsten hier an der Sohle oder so kann ich ja nichts sehen. Nein, also oben mit BBB. Und dann haben wir hier die Infos zum Material. 78% Baumwolle, 20% Polyamid, 2% Elastan. Und das Ganze ist made in Turkey. Grüße gehen raus. Ein paar Socken. Dann haben wir eine Autogrammkarte. Hier der Interpret mit Sonnenbrille in einem Rolls-Royce. Und hier dann mit weißem Stift unterschrieben, SDK. Das Ganze im Hochformat, Rückseite weiß, jawohl. Dann haben wir mit dabei ein Poster. So, das ist recht groß. Und auch hier natürlich haben wir wieder, Moment, das Cover, das Artwork des Albums. Hier wieder dieses Riesenbild vom Kiosk im Hochformat. Wunderbar, da kann man sich die Kiosk, die Ghetto-Atmosphäre ins heimische Zimmer holen. Auf der Rückseite ist das Ganze weiß, also wir haben hier ein Poster, einseitig bedruckt im Hochformat. Dann packen wir das mal wieder zusammen. Die Faltlinien sieht man echt kaum, also das hat man hier gut gelöst. Jetzt ist nur die Frage, wie ich das am besten wieder zusammenbekomme. Nein. Das ist auf jeden Fall immer eine meiner Lieblingsaufgaben. Poster zusammenlegen. Hey, hey, hey. Okay, ich glaube, ich habe es jetzt halbwegs wieder hinbekommen. Gut. Und dann kommen wir zum letzten Boxinhalt. Und das ist in diesem Fall ein Shirt. Und das ist das passende Shirt zu den Socken. Also, wir haben hier auf der Brust auch wieder den BBB, den Blueberry Boys Schriftzug. Kann man dann hier wunderbar kombinieren mit den Socken. In weiß hier mit den drei schwarzen Buchstaben. Auf der Rückseite ist das Ganze ebenso weiß. Hier gibt es keinen Neckprint oder irgendwas zu sehen. Und wir haben es bei diesem Shirt zu tun mit einem Gildan Softstyle in der Größe L. Das Ganze ist, wo haben wir es, 100% Baumwolle und made in Haiti. Grüße gehen raus. So, dann legen wir das Shirt mal wieder zusammen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe L. Dann haben wir die dazu passenden Socken, Blueberry Boys Socken, die Autogrammkarte im Hochformat sowie das Poster einseitig bedruckt im Hochformat und natürlich das Album an sich, Blueberry Boys mit 13 Tracks. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Box Blueberry Boys von SDK. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr SDK unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.